Servus, liebe Freunde der E-Mobilität. Die Selbsthilfegruppe, ich weiß nicht, wem das was sagt, das ist jetzt schon ein bisschen ein älteres Projekt, ein wenig eingeschlafen durch Corona, hätte eigentlich heuer so in der warmen Jahreszeit richtig durchstarten sollen. Was das ist und warum ich gerade hier bin in Pfaffstätten, wunderschön Weinberge rundherum, das verrate ich euch nach dem Intro. Herzlich willkommen nochmal hier auf meinem Kanal, liebe E-Autofahrer und die es noch werden wollen. Ja, diese Selbsthilfegruppe, das habe ich letztes Jahr schon einen Versuch zu lancieren. Durch Corona ist das ein bisschen, naja, ein wenig so halb gestorben. Ich will das auf jeden Fall noch umsetzen. Geht dann vielleicht erst nächstes Jahr so richtig los. Worum geht's? Eine Plattform, wo sich Menschen organisieren, also wo man sieht, wann gibt es ein Treffen, wo. Und zwar Menschen organisieren sich, um sich gegenseitig kennenzulernen, um die E-Mobilität voranzubringen. E-Fahrer mit noch nicht E-Fahrern treffen sich in ungezwungener Atmosphäre, können plaudern, sich austauschen, Fragen stellen. Und vielleicht bildet sich auch das eine oder andere Netzwerk, die eine oder andere Bekanntschaft, sodass einer dem anderen ein bisschen helfen kann bei all diesen Einstiegs- und Umstiegsfragen. Denn das ist ja recht weit bekannt, dass die Händler oft nicht so die besten Ansprechpartner sind, wenn es um E-Mobilität und um Aufladen und so weiter geht. Ja, das war einmal der Grundgedanke. Und wie gesagt, das mit der Webplattform, das ist ein bisschen eingeschlafen. Aber es ist nicht tot, heißt eben, wie gesagt, Selbsthilfegruppe. Ich bin jetzt hier in Pfaffstätten, wunderschön hier rundherum, die Weinberge, großartige Straße, wenn ihr hier nach Mödling fahrt, kommt ihr noch durch Gumpoldskirchen und über die Weinberge drüber, ein wunderschönes Panorama, man sieht da rüber nach Wien, ganz weit bis zum Leitergebirge, wenn das Wetter gut ist, ein Traum, eine traumhafte Atmosphäre hier und hier gibt es so einen ganz netten, heurigen, das nennt sich wie Re-Blanche, genau, coole Atmosphäre hier, Parkplatz ist vorhanden, hier können wir uns treffen. Den Zeitpunkt, den gebe ich euch unten hier hinein, auch in die Videobeschreibung und blende ich euch hier ein. Und auch sonstige Informationen kommen unten rein und wir treffen uns in ungezwungener Atmosphäre, nicht E-Fahrer mit E-Fahrern und dann kann man sich austauschen, Netzwerken, Fragen stellen, einfach Verbindungen knüpfen, um diese Probleme zu diskutieren, um eine Hilfe zu haben, wenn es ums Aufladen geht, wie viel Reichweite brauche ich wirklich, welches Auto ist vielleicht für mich geeignet. Vielleicht kann sich die eine oder andere kleine Probefahrt ergeben oder man kann das Auto ansehen, muss jetzt nicht zu 5 Händlern laufen und so weiter, persönliche Erfahrungen. Lauter so Dinge, händlerunabhängig, ohne Verkaufsinteressen, einfache Treffen, ein wunderschöner Flecken Erde hier in Niederösterreich. Alleine das schon einen Besuch wert. Treffen wir uns hier hoffentlich möglichst viele, die noch nicht E-Fahren und trotzdem auch interessiert sind und E-Fahrer, die treffen sich sowieso gerne. Also treffen wir uns hier, tauschen wir uns aus und schauen wir, dass wir das Ganze ein bisschen noch beschleunigen und noch schneller voranbringen. Würde mich freuen, wenn wir uns hier sehen. Also like das Video, teilt es, kommentiert es, abonniert den Kanal und was auch immer. Auf jeden Fall, ich freue mich, wenn wir uns hier sehen oder ja, wenn wir uns auch nicht sehen, freue ich mich auch, wenn ihr das Video teilt. Dann hilft das auch. Kommentieren hilft auch. Spult das Video ein bisschen nach vorne. Spült das Video nach vorne auf YouTube, dass der Algorithmus das öfter einblendet. Also, ich hoffe, wir sehen uns bei einem der Treffen und ich freue mich schon auf euch. Bis dann. Ciao.